Ja, Hallo? 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 Ja, hallo, kannst du mir helfen? Wer ist denn da bitte? Ich bin der Nils. Kannst du mir helfen? Ich habe nämlich in die Hose gemacht. Du hast in die Hose gemacht. Ja, und wenn die Mama nach Hause kommt und das merkt, dann gibt's auf den Popo. Zieh die Hose aus und ja. Ich soll die Hose ausziehen. Ja, natürlich. Das meinst du im Ernst? Ja, das meine ich im Ernst. Okay, warte. So, und jetzt? Jetzt machst du deinen Popo sauber. Womit? Na, du hast da bestimmt irgendwo Toilettenpapier oder so. Nee, Du ich hast hab. kein Toilettenpapier. Hast du irgendein Papier in der Nähe? Da ist ein Buch, da ist sind da. Da ist ein Buch. Jetzt ist das auch egal. Dann reiß einfach aus dem Buch eine Seite raus und wisch dir dann mit dem Popo ab. Okay, Moment. Ja. Feuer weg. So, was mache ich mit den alten Sachen? Nein, leg die irgendwo in die. Nee, schmeiß sie lieber weg. Schmeiß sie lieber weg, dann sieht deine Mama die nicht. Schmeiß sie in den Mülleimer. Wegschmeißen. Ja, schmeiß sie mal in den Mülleimer. Na gut, was? Sind weg. Und jetzt? Jetzt gehst du an deinen Kleiderschrank oder an deinen Schrank ran und holst dir irgendwas Neues. Eine neue Hose, eine neue ein Unterhöschen, was auch immer du hast. Ich sollte jetzt an meinen Kleiderschrank. Genau, an deinen Klamottenschrank gehen, genau. Ich sollte jetzt nackig nach Hause laufen. Du sollst nackig nach Hause laufen? Ja. Wieso, wo bist du denn? In der Telefonzelle. Wie bitte? Ich bin in der Ach Telefonzelle. du Scheiße. Ja, um Gottes Willen, dann, ach Gott, Die Leute gucken schon. die Leute gucken schon? Ja. Da sind Leute. Hol bitte deine Hose ganz schnell wieder zurück. Warte mal. Hallo? Ey, sag mal, ich glaube, ich. Junge, wie heißt dein Karl? Nils, Nils! Hallo? Nils! Wem redest du denn da? Da hat ein Onkel gefragt, warum ich nackig bin, und da habe ich gesagt, du hast gesagt, ich soll mich ausziehen. Pass mal auf, Nils, hol mal ganz schnell deine Hose und zieh mal schnell deine Hose wieder an. Da kommt auch Polizei schon. Wer kommt da? Polizei. Nils, hol bitte deine Hose und zieh deine Hose jetzt ganz schnell wieder an. Das geht so nicht. Scheiße. Der Onkel von der Polizei will dich, glaube ich, sprechen. Wer will mich sprechen? Ja, der hat gerade, weißt du, was der gerade zu mir gesagt hat? Nee. Du bist gerade Opfer von dem Telefonstreich geworden und du warst gerade im Radio zu hören. Ihr Schweine, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt Oberveräpfelung. Schönen Dank. Schönen Dank. Echt superklasse.